Was ist metastasierter Hirntumor? Metastasierter Hirntumor ist eine Krebsart, die an anderer Stelle im Körper entsteht und sich auf das Gehirn ausbreitet. In der Vergangenheit waren Hirnmetastasen in den meisten Fällen tödlich, da sie bei der Behandlung von Krebserkrankungen des Gehirns problematisch sind. Fortschritte in der Krebsbehandlung und in der Neurochirurgie haben die Überlebensrate von Patienten mit metastasiertem Hirntumor erhöht, aber es ist immer noch eine sehr ernste Diagnose, die ein sofortiges Handeln für die beste Prognose erfordert. Damit Krebs zum Gehirn gelangen kann, muss er den Blutkreislauf passieren. Lungenkrebs ist besonders anfällig für Metastasen im Gehirn, obwohl andere Krebsarten, einschließlich Blasen- und Brustkrebs, auch im Gehirn auftreten können. Da der Tumor an einer anderen Stelle im Körper als im Gehirn selbst entsteht, wird metastasierender Hirntumor manchmal auch als sekundärer Hirntumor bezeichnet. Er ist etwa 10-mal häufiger an metastatischem Hirntumor erkrankt als ein Tumorentstehen im Gehirn unabhängig. Menschen mit metastasierendem Gehirnkrebs entwickeln im Allgemeinen neurologische Symptome, die je nach Krebsort unterschiedlich sein können. Verwackelte Sprache, Verwirrung, schlechte Koordination, Gedächtnisverlust, Sehstörungen und Sprachverlust können bei metastasierendem Hirntumor auftreten. Patienten, bei denen diese Symptome auftreten, werden im Allgemeinen gebeten, sich bildgebenden medizinischen Untersuchungen zu unterziehen, damit die Ärzte sehen können, was im Gehirn vorgeht, und diese Studien belegen die Anwesenheit eines Tumors. Es gibt verschiedene Behandlungsansätze für metastasierten Hirntumor. In einigen Fällen ist es möglich, den Tumor zu entfernen, wodurch das Gehirn entlastet und das Risiko einer Ausbreitung verringert wird. Nach der Operation kann sich der Patient einer Chemotherapie oder Bestrahlung unterziehen, um Schurkenzellen abzutöten. In anderen Fällen ist eine Operation möglicherweise nicht möglich. In diesem Fall wird eine gezielte Strahlentherapie oder eine Ganzhirnstrahlentherapie angewendet, um das Wachstum des Tumors zu stoppen. Unbehandelt kann metastasierender Hirntumor in Wochen tödlich sein. Dieser Krebs bewegt sich schnell und aggressiv, weshalb es wichtig ist, einen Arzt über neurologische Symptome im Frühstadium aufzusuchen, damit ein Tumor identifiziert werden kann, bevor er sich weiter verbreiten konnte. Menschen mit Krebs sind häufig besonders auf die Möglichkeit der Ausbreitung des Krebses aufmerksam, und ihre routinemäßigen medizinischen Untersuchungen können ein Screening auf frühe Anzeichen einer Metastasierung beinhalten.